Hallo, ich bin Sabine Müller, CEO DHL Consulting. DHL Consulting ist die strategische Management Consultancy von der Deutschen Post DHL Gruppe. Zusammen mit meinem Team von 150 Unternehmensberaterinnen treibe ich die Transformation der Logistik voran. Das ist zum einen die Einführung von neuen Technologien, zum Beispiel Roboter oder IoT, aber auch die Digitalisierung von Geschäftsmodellen, zum Beispiel digitale Freight-Plattformen und auch die Nutzung von Daten. Das Thema des diesjährigen Münchner Management-Kolloquiums ist Unternehmenstransformation 2.0. Ich bin überzeugt, dass Innovation, die Veränderung, aber auch die Einführung von neuen Technologien sehr, sehr wichtig sind für Unternehmen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Wir als Manager stehen vor sehr großen Transformationsaufgaben und müssen Daten, Technologien, aber auch die Transformation der Skills unserer Mitarbeiter weiter vorantreiben. Der Titel meiner Präsentation ist Nachhaltigkeit in der Logistik. Für mich ist das eines der Themen, die mich dieses Jahr, aber wahrscheinlich auch in den Folgejahren sehr stark beschäftigen wird. Wir als Manager müssen die Nachhaltigkeit unseres Handelns viel stärker in den Vordergrund stellen. Die Erzielung von Netto-Null-Emissionen ist ein Ziel 2040, 2050, was aber heute schon erfordert, dass wir handeln. Von entscheidender Bedeutung dabei ist auch die Emission der Lieferkette. Das heißt, was sind die Hebel? Was sind die Hebel unserer Supply Chains, um Netto-Null-Emissionen bis 2040 oder 2050 zu erreichen? Welche Rolle spielen Innovation und Technologien? Wie können wir Daten besser nutzen, um die Emissionen zu reduzieren? Was ist die Bedeutung von Konzepten wie Nearshoring oder Circular Economy? All das werde ich in meinem Vortrag mit Ihnen diskutieren. Ich freue mich und hoffe, Sie alle im März in München auf dem Management-Kolloquium zu sehen. Bis dahin, tschüss.